willkommen zu einem weiteren Video über die Hexenverfolgung in Lemgo. Der 19. Mai 1665 war ein unscheinbarer Tag, bei dessen Anbruch in Lemgo kaum jemand damit gerechnet hatte, dass dies der Beginn einer abscheulichen Verkettung aus Mordlust und Gewalt sein würde. An diesem Tag betrat ein junges Mädchen namens Elisabeth, sie war die Magd eines lokalen Buchhändlers namens Meyer, das Rathaus von Lemgo und erstattete eine Selbstanzeige. Und der Gegenstand dieser Selbstanzeige war in jenen Tagen an Brisanz nicht zu überbieten. Der bereits 78-jährige Dr. Kerkmann, Lemgos oberster Hexenjäger und Bürgermeister, leitet persönlich das Verhör. Neben ihm sitzt der Siegler Hilmar Kuckuck, während gegenüber der ebenfalls greise Sekretär Johannes Berner alles emsig protokolliert. Drei der amtierenden vier Bürgermeister, nämlich Kleinsorge, Müller und Wippmann, bleiben dem Verhör fern. Gerade Kleinsorge ist dafür bekannt, dass er von Kerkmanns Hexentreiben nichts hält. Angeblich unter Tränen gesteht das Mädchen Elisabeth, dass sie von der Plögerschen zur Zauberei verführt wurde. Und drei Wochen davor hätte sie auch an einem Hexentanz teilgenommen, der von dem Obristleutnant Abschlag organisiert wurde. Dieser sei dort mit vornehmen Damen aus einer gläsernen Kutsche abgestiegen und hätte mit der reichen Kaufmannswitwe Böndel allerlei Tänze aufgeführt. Berner schickt seinen Bericht an die juristische Fakultät in Rindeln, wie es das Gesetz verlangt. Dort entscheidet man, dass die von Elisabeth beklaffte Plögersche alsbald einem peinlichen Verhör zu unterziehen sei. Das Mädchen hingegen soll gewisse Zeit mit einem Priester verbringen, danach soll es, nachdem die Seele ja gerettet sei, als geständige Zauberin mit dem gnädigen Schwerte hingerichtet werden. Die sogenannten Hexenjuristen fackelten also nicht herum. Solche Institutionen lebten von den Bescheiden, die sie da für die lokalen Ratsherren erstellten. Dies war eine kaltherzige Fließbandjuristerei, bei der das menschliche Leben wenig galt. Karl Meyer merkt an, dass diese Entscheidung sogar den Ratsherren von Lemgo zu eifrig war. Die 17-jährige Magd erhielt stattdessen nur einen Klaps auf die Hand, indem sie aufgefordert wurde, die Stadt für immer zu verlassen. Doch sogar jetzt noch, 350 Jahre später, stinkt diese Geschichte irgendwie gegen den Wind. Der Gedanke drängt sich auf, dass die Magd Elisabeth von der Gang um Kerkmann letztendlich angeheuert wurde, um den Steinschlag, um die Plögersche, Böndelsche und um Abschlag ins Rollen zu bringen. Somit hätten Kerkmann und Berner natürlich nicht ihre falsche Informantin respektive Laiendarstellerin Elisabeth hinrichten lassen, denn sonst hätte sich niemand in der Zukunft bereit erklärt, eine solche False-Flag-Operation zu initiieren. Heute nennt man sowas ja einen Crisis Actor oder Agent Provocateur. Die Dinge nehmen ohne Verzug ihren Lauf. Simon Plögers Witwe wurde als erster verhaftet. Karl Meyer Lemgo schreibt in seinem Buch Hexen, Henker und Tyrannen: Sie wusste nicht warum und schrieb aus dem Gefängnisturm ein flehentliches Gnadengesuch an den Rat. Sie bekenne freiwillig, sie habe einmal in ihrer Jugend ein Stück Leinen gestohlen, hernach aber Zeit ihres Lebens in ihrer Armut sich frömmlich gehalten. Ihr einstiges Verbrechen sei ihr von Herzen leid. Die Herren möchten doch gnädig mit ihr verfahren und sie nun nach dieser Haft mit weiterer Strafe verschonen, um Gottes Willen. Davon lassen sich die Ratsherren nicht beeindrucken. Sie haben schließlich eine zielorientierte Agenda. Das peinliche Verhör beginnt. Am Anfang leistet Meister Klaus die Terition, die Bedrohung der Marter. Hierbei präsentiert der Scharfrichter sein Werkzeug und gibt der angeklagten Person damit die Chance, aus reiner Angst heraus alles zu gestehen. Dr. Kerkmann kommt unmittelbar zur Sache und bezichtigt die Witwe, eine Hexe zu sein. Die Plögersche bestreitet dies und beteuert bei Gott und bei Jesus, sie sei an dieser Sache gänzlich unschuldig. Karl Meyer Lemgo schreibt an dieser Stelle: Aber als Meister Davids fuchshaariger Knecht ihr auf einen Wink Kerkmanns ohne weiteres Schuhe und Strümpfe herunterreißt, eines ihrer dürren, greisenden Beine zwischen sinnreich konstruierte Eisenplatten steckt und mit einem kräftigen Ruck des Schraubenschlüssels die Platten zueinander zwingt, schreit das Weiblein auf und bekennt alles, was man von ihr wissen will. Sie besinnt sich auf all die Hexengeschichten, die schon die Kinder auf der Straße sich erzählten. Jedermann in dieser Stadt wusste genau, was die Weiber, die bei den frühen Hexenprozessen gefoltert und getötet waren, von ihren Nachtfahrten, Buhlereien, Tänzen und Vergiftungen bekannt hatten.
Darum sagten sie alle dasselbe aus, für die Richter ein Beweis für die Richtigkeit der Geständnisse. Auch die Plögersche wusste allerlei greuliche Dinge zu berichten, die der Sekretär Berner bei spärlichem Licht des einzigen Fensterleins eilig aufs Papier kritzelte. Hin und wieder roch er dabei in das Kästchen mit wohlduftender Narde, das neben ihm stand. Ohne das war's in dem stinkenden Loch nicht auszuhalten. Die Müßmannsche, fantasierte das Weiblein, hätte beim Hexentanz den Pott mit der Hexensalbe zu halten. Der eine ritte auf der Katze, der andere auf dem Hunde, der dritte auf der Ziege. Ihr deuchte, es wäre Verblendung, jedoch kenne der eine den anderen wohl. Sie führen durch die Lüfte und wäre ein Brummen, als wenn es Immen wären. Abschlag sitze oben an, neben ihm die Böndelsche. Adam van Dael schnitte den Reichen vor. Die Surmansche müsste allerzeit mit dem Lichte leuchten, die Schönstakische müsste die Schüsseln ab und zu tragen, Rottmann wäre ihr Koch und so fort. Für Kerkmann, Berner und Kuckuck war das ein erfolgreicher Abend gewesen. Sie hatten aus der Witwe ein halbes Dutzend wichtiger Namen herausgepresst. Um sich der geständigen Witwe gegenüber erkenntlich zu zeigen, begnadigten sie die Plögersche zu einer Hinrichtung mit dem Schwert anstelle des viel schrecklicheren Scheiterhaufens. Und sie taten es, ausnahmsweise, ohne sich dafür bezahlen zu lassen. Für Kerkmann war die Plögersche nur ein Trittstein eines größeren Plans. Denn der greise Bürgermeister hatte bereits zweimal versucht, Obristleutnant Abschlag und Witwe Böndel aus dem Weg zu räumen. In 1653 und 1656, also ein Jahrzehnt zuvor. Beide Male war er damit, vermutlich zu seiner eigenen Überraschung, gescheitert. Damals hatte die Böndelsche über eine hervorragende Verteidigung verfügt, in Form ihres Sohnes Dr. Sprute, der selbst ein Jurist war und während des Prozesses ein Rechtsgutachten nach dem anderen aus dem Ärmel schüttete. Dabei muss man bedenken, dass damals bei diesen beiden Prozesswellen insgesamt 36 Menschen verurteilt und hingerichtet wurden. Kerkmann, der es seit Jahren gewohnt war, durch den Hexenprozess über Leben und Tod der Bürger von Lemgo zu walten, empfand hier eine tiefe Verletzung und Niederlage, da sich Böndel und Abschlag derartig der Folter und Hinrichtung entzogen hatten. Es zeichnet sich ab, dass Dr. Kerkmann beide, die Witwe Böndel und den Obristleutnant Abschlag, aus dem tiefsten Herzen gehasst hatte. Die Witwe Böndel war bereits das zweite Mal verwitwet. In ihrer ersten Ehe war sie mit dem lutherischen Pastor Feldmann verheiratet und hieß damals noch Anna Feldmann. Doch der Pastor war bereits in 1611 gestorben, als Anna Feldmann noch sehr jung war. In ihrer zweiten Ehe mit dem Kaufmann Böndel stieg Anna Feldmann zu der High Society der Stadt auf. Doch dann kam der Krieg, der alle bluten ließ, ob reich oder arm. Nach dem Krieg wurde das Haus Böndel schnell zu einem Anziehungspunkt für die feinere Gesellschaft und die etwas betuchte Mittelschicht, insbesondere jene, die sich trotz der prekären Lage der kriegsgebeutelten Stadt nach einer gewissen Normalität und Lebensfreude sehnten. So trafen sich dort bereits kurz nach dem Krieg Gelehrte und Prediger, es wurde Tee getrunken oder Wein, es wurde diskutiert. Hierbei spielte ihr Sohn aus der ersten Ehe, der bereits genannte Dr. Sprute, eine zentrale Rolle als Redner und beliebter Gesprächspartner. Er war Jurist, aber auch Rektor der Lateinschule. Für einige Jahre war er aber auch Ratsherr von Lemgo und damit ein überzeugter politischer Gegner von Dr. Kerkmann. Sein Schwager, Dietrich Adolf Kleinsorge, war der Sohn eines der vier etablierten Bürgermeister. Kleinsorge und Sprute hatten die korrupten Machenschaften von Kerkmann, Berner und Kuckuck natürlich als das durchschaut, was sie waren. Eine mörderische Organisation, um Macht und Geld zu akkumulieren. Es hatte sogar eine Ratssitzung gegeben, bei der Kleinsorge offen die Korruption von Kerkmann und Kuckuck anprangerte, etwas, das damals unerhört war. Karl Mayer schreibt dazu, im Rat war es zu scharfen Zusammenstößen gekommen. Dietrich Adolf Kleinsorge hatte als Syndikus den Antrag gestellt, gegen Kerkmann wegen seines gesetzwidrigen und unredlichen Regiments einen öffentlichen Kläger, einen Fiskalis, zu bestellen. Das war mit knapper Mehrheit abgelehnt. Kleinsorge hatte dem Rat sein Syndikat vor die Füße geworfen, darauf aber seine scharfe Anklage an die Regierungskanzlei zu Detmold eingereicht. Da aber der Kanzler Tilhen Schwager Kerkmanns war, hatte diese Beschwerde keine andere Folge, als dass der Kläger wegen verkleinerlicher Schreiben über seine Obrigkeit mit 50 Talern Strafe belegt wurde.
Als Detail kam noch hinzu, dass Hilmar Kuckuck, damals noch Gastwirt und Kornhändler, zu jenen Leuten gehörte, die im Haus der Böndels ein- und ausgingen. Er hatte sich mehrmals größere Summen Geld geliehen, war aber mit den Ratenzahlungen säumig, bis er die Raten komplett einstellte. Fortan verzichtete man darauf, ihn zu den abendlichen Treffen einzuladen, was Hilmar Kuckuck vermutlich tief beleidigte. Kerkmann sah in der Böndelschen Familie nicht nur seine Todfeinde, das Haus war für ihn geradezu ein Nest des oppositionellen Gedankenguts. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass Kerkmann der Witwe das vornehme Haus neidete und damit auch die gesellschaftliche Stellung, die sie durch ihren zweiten Mann erwarb. Dieser skandalöse Sachverhalt ging nicht ohne eine Reaktion aus der bürgerlichen Bevölkerung vorüber. Vor allem der Gastwirt und Tuchhändler Rottmann, der als Wortwahrer der Gemeinheit im Stadtrat respektiert wurde, protestierte gegen das Verfahren gegen die Witwe Böndel. Ebenso predigte in der Nikolaikirche der Pfarrer Andreas Koch gegen diese unerträglichen Zustände. Dies waren allesamt mutige und lebensgefährliche Unterfangen, denn die Macht des Bürgermeisters und seiner Kumpanen war unermesslich. Jeder dieser Gegner geriet mit seinen Äußerungen auf die Shitliste von Bürgermeister Kerkmann und musste sich ernsthafte Sorgen machen, in naher Zukunft als Hexer beklafft zu werden. Und dann war da eben der Obristleutnant Abschlag. Johann Abschlag war eine interessante Persönlichkeit und in Lemgo damals vermutlich bekannt wie ein bunter Hund. Er war der Sohn eines Dorfmusikanten aus Lage. Seine militärische Karriere hatte er als schlichter Reiterjunge begonnen. Doch unter Wallenstein und Tilly brachte er es bis zum Obristleutnant. Lemgo war ihm ans Herz gewachsen, obwohl man vermutlich damals auf die Katholiken nicht allzu gut zu sprechen war. Abschlag war dort seit 1653 Stadtbürger und hatte ein Haus unweit des Marktplatzes. Er war ein stolzer, schlagfertiger Mann, der stets sein Schwert bei sich trug und eine gute Party nicht verschmähte. Man könnte zusätzlich spekulieren, dass er ein Verhältnis mit der älteren Witwe Böndel hatte, wobei das eher die obszönen Verhörfantasien von Kerkmann reflektiert. Abschlag war ein auffälliger Mann, der sagte, was ihm in den Sinn kam. So zogen sich die Gewitterwolken der Hexenverfolgung schon kurz nach seiner Ankunft in Lemgo über ihm zusammen. Kerkmann wollte ihn als den großen, tonangebenden Hexenmeister der ganzen Rotte stilisieren. Doch Abschlag orientierte sich damals an der Witwe Böndel und ihrem jurakundigen Sohn. Auch er besorgte sich einen erfahrenen Advokat und entzog sich der Hinrichtung. Ein anderer hätte danach vermutlich die Füße stillgehalten. Doch nicht Abschlag. Der Sache half auch nicht, dass er Hilmar Kuckuck öffentlich als aufgeblasenen Bauern beschimpft hatte. Nun, 10 Jahre später, sollte Dr. Kerkmann endlich seine Rache haben. Wie ging es nun weiter? Ich gebe das Wort wieder an Karl Mayer Lemgo. Am Morgen des 20. Juni wird die Witwe Böndel von 2 Ratsdienern aufgefordert, sich unverzüglich auf das Rathaus zu begeben. Sie liegt zu Bett und lässt sich entschuldigen, dass sie sich nicht wohl befinde. Dann schickt sie sofort zu ihrem Sohn. Kaum ist er zur Stelle, kommen die Ratsdiener schon wieder und erneuern die Vorladung, und zwar so grob, dass Dr. Sprute, ein großer und kräftiger Herr, sie zum Hause hinauswirft. Darauf kommen alle 4 Ratsdiener mit Spießen bewaffnet, um die Frau zu holen. An ihrer Stelle geht ihr Sohn samt dem Notar Kruel ins Rathaus und erbietet sich, seine Mutter, der damaligen Bedingung gemäß, jedes Mal zu stellen, wofern nur ihr Gesundheitszustand es erlaube. Nebenbei beschwert er sich über die wiederholte Vorladung durch die Ratsdiener, die beim Pöbel unnötiges Aufsehen erregen müsse. Der Bescheid des Rates lautet, die Witwe Böndel habe sich in Person einzufinden. Sprute holt sie, man behält sie in Haft, da der Rat einstweilen nicht vollzählig versammelt sei. Sprute legt dagegen als eine Verletzung des sicheren Geleits schärfste Verwahrung ein und appelliert, da man ihn zurückweist, sofort an den Landesherren in Detmold. Der Rat weigert sich, die Appellation weiterzuschicken, da die Frau auf 3-malige Ladung nicht erschienen sei, mithin die Bedingung des sicheren Geleits nicht erfüllt habe. In der Tat, man hat sie 3-mal geladen, aber alle 3 Male innerhalb einer einzigen Stunde. Die arme Frau wird von ihren Richtern, das will heißen von ihren Todfeinden, verhört und gefragt, ob sie denn nicht die Sylstädtsche das Zaubern gelehrt habe. Empört weist sie das zurück. Die Sylstädtsche sei ein gemeines Weib, mit dem sie gar keinen Umgang gehabt habe. Wie aber, fragt Kerkmann höhnisch, wenn ihr nun mit der Sylstädtschen konfrontiert werdet? Wie wollt ihr euch da verantworten und die Beschuldigung ablehnen?
Sie erwidert in heftiger Erregung, »Ich weiß wohl, die Sylstätsche ist verführt, auf mich auszusagen. Ich bin, soviel ich weiß, keine Zauberin, so wahr mir Gott helfen möge.« Die Gefangene wird von den Torturherren ermahnt, wie es in den Akten heißt, Gott die Ehre zu geben und der Obrigkeit den Gehorsam zu leisten, denn sie sich nicht anders vor der Folter retten könne, weil die Sylstätsche so in der Haft wäre, bekannt hätte, dass die Böndersche sie das Zaubern gelehrt, mithin sie auch selbst müsse zaubern können. Eine sehr einfache Logik, wie man sieht. Die Frau, die sich verloren sah, brach nach einer Nacht voll unausdenklicher Seelenangst zusammen und bekannte, um der Höllenqual der Folter zu entgehen, gütlich, wie es im Protokoll heißt, dass sie zaubern könne und es die Sylstätsche gelehrt habe. Man möge sie nur nicht unter der Büttels Hände kommen lassen, und weil sie weit und breit bekannt wäre, ob's nicht möglich sei, dass in höchster Eile die Exekution über sie ergehen möchte, sonst würden wohl von 20 Meilen die Leute herlaufen, um zuzusehen. Sie sei des Lebens von Herzen müde und habe, Gott sei ihr Zeuge, seit 11 Jahren ein geängstetes Gemüt gehabt. Dr. Sprute, der Sohn der Witwe, ist entsetzt über das protokollierte Geständnis seiner Mutter. Er weiß, dass es durch die Androhung der Folter aus ihr erpresst wurde, doch er kennt die Prozeduren und weiß auch, dass es nun an dieser Stelle sehr eng wird. Nun muss er einen recht seltsamen strategischen Schachzug absolvieren. Er besteht darauf, dass das Verhör wiederholt wird im Beisein von 4 Predigern. Dieser Antrag steht ihm zu und es wird stattgegeben. Doch zu seinem Schrecken präsentiert sich seine traumatisierte Mutter als apathisch und gänzlich lebensmüde. Sie wiederholt nur die Geständnisse, die man am Vortag bereits aus ihr herausgepresst hatte. Sie bettelt einzig darum, von weiterem Verhör verschont zu bleiben und den gnädigeren Schwerttod durch Meister Klaus zu erfahren. Ein Wunsch, der vorerst unerfüllt bleibt. Ohne Verzug lässt Kerkmann die benannte Sylstätt verhaften und verhört sie. Hierbei lässt sich vermuten, dass die stark suggestiven Fragen deutlich in Richtung des Obristleutnants geführt haben. Auf diese Weise wurde noch zum Monatsende Kathrine Assemissen verhaftet und verhört. Dabei ging Kerkmanns sehnlicher Wunsch endlich in Erfüllung und Kathrine Assemissen beklaffte in ihrem Geständnis Johann Abschlag. Kerkmann und Berner besaßen den besten Draht zu der Juristenfakultät in Rinteln. Waren diese Rechtsfabrikanten an sich schon grausam genug, im Rahmen einer solchen Seilschaft erhielten die beiden dort für 3 Taler jedes beliebige Hexengutachten, das ihnen in den Sinn kam. Anhand eines solchen Schriebs wurde am 8. August der Obristleutnant Abschlag verhaftet. Gewahr dessen, dass er ein Haudegen war und nicht freiwillig gehen würde, stürmten 4 bewaffnete Stadtdiener seine Bleibe am Marktplatz und schleppten ihn ins Rathaus. Karl Mayer-Lemgo schreibt dazu, er hatte zwar vor 8 Tagen gehört, dass Kathrine Assemissen, die früher eine Zeit lang Magd bei ihm gewesen und jetzt als Hexe festgemacht war, auf ihn bekannt und behauptet hatte, er habe Unzucht mit ihr getrieben. Darauf hatten Frau und Kinder ihn gewarnt und gebeten, sich in Sicherheit zu bringen. Er hatte das aber abgelehnt. Er habe mit der Dirne nichts zu tun gehabt. Die Flucht werde man ihm als Schuldbekenntnis auslegen. Es wäre besser gewesen, der Mann hätte auf sein Weib gehört. Im Verhör berief er sich auf seine Unschuld. Die Assemissen sei eine lügenhafte Hure und ohne Zweifel angeleitet, auf ihn zu bekennen, weil er mit den Herren von Lemgo im Prozess gelegen, wegen der Akzise. Er sei ein ehrlicher Kerl, 61 Jahre alt und kein Kind. Er wisse wohl, was er tun und lassen solle. Überhaupt habe man ihn wider Recht und Gerechtigkeit festgemacht. Er sei durch Urteil der Leipziger Juristenfakultät freigesprochen. Oh ja, erwidert man ihm spöttisch, aber jenes Urteil schließe mit den Worten, wofern sich nicht etwa neuer Verdacht ereigne. Dieser Verdacht habe sich nun eben im starken Maße ereignet, sintemalen viele in und außer der peinlichen Frage auf ihn bekannt, ja ihn als eigentlichen Kommandanten der Hexenrotten angegeben hätten. So fordere er, war seine Antwort, dass ihm erlaubt werde, nach allen Formen rechtens seine Verteidigung zu führen, wie damals in seinem ersten Prozess. Das wird ihm, allem Rechtsbruch zum Hohn, rundweg abgeschlagen. Vielmehr wird er ohne weiteres mit der Assemissen und der Sylstätt konfrontiert, die zuvor vom Sekretär Berner gehörig präpariert sind und ihn in fast den gleichen Worten als Kommandanten beim Hexentanz angeben. Darauf wirft man ihn in ein unterirdisches, feuchtes Loch, wogegen seine Angehörigen wiederum vergebens protestieren. Die Inquisition spielte nun ihr Teufelsspiel mit viel Geschick weiter.
Gegen die Beklaffungen jener gemeinen Weiber würde man am Ende etwas einwenden können. Das Bekenntnis einer so vornehmen Frau dagegen, wie es die Böndelsche war, musste ganz anderes Gewicht haben. So schickte man zunächst einmal den Meister David zu ihr, dass er ihr seine zierlichen Instrumente vorweise und sie dergestalt gefügig mache. Nachdem sie anfangs geschwiegen, voll Widerwillen, andere Menschen mit sich ins Verderben zu ziehen, nannte sie schließlich etliche Mitschuldige, darunter Abschlag, der bereits, wie man ihr sagte, in Banden liege und von vielen ihrer Genossinnen genannt sei. Sie hielt ihn wie sich selbst für verloren und blieb bei dem Bekenntnis auch, als Abschlag mit ihr konfrontiert wurde. Abschlag fährt entsetzt zurück, da er von dieser vornehmen Frau beschuldigt wird und ruft: »Frau, so bedenkt doch euer Seelenseligkeit. Ich bin ja unschuldig an allem, was ihr von mir bekennt. Gott gebe, dass ich zum Stein werde, wenn das wahr ist. Seid ihr denn darauf gepeinigt, dass ihr auf mich aussagen sollt?« »Nein, nein«, antwortet sie, »seht hier das brandenburgische Gesangsbuch. Daraus weiß ich mich fein zu trösten. Bekehrt euch, wie ich getan, damit wir miteinander selig werden können.« Der Mann erstarrte vor solchem Wahnsinn. Die Zunge klebte ihm am Gaumen, wie es im Protokoll heißt, also dass er stammelte und kaum ein Wort hervorbringen konnte. An dieser Stelle muss man natürlich auch kurz innehalten und feststellen, dass der akribische Karl Mayer in erster Linie ein Heimatforscher war und kein Historiker und dabei eben dazu neigte, die Fakten in sehr farbigen, aber tolle lesbaren Bildern auszumalen. Natürlich zuckt da den Profihistorikern wie Gisela Wilberts oder Wolfgang Behringer an dieser Stelle der akademische Mundwinkel angesichts dieser Blumigkeit. Aber das nur am Rande, es soll uns nicht aufhalten. Ich lese mal weiter. Jetzt glaubten die Hexenrichter von der Rintelner Fakultät, eine ihnen genehme Rechtsbelehrung erbitten zu dürfen. Da Abschlag nichts weiter zur Last gelegt war als die Teilnahme am Hexentanz, meinte Kerkmann, diesen besonders herausstreichen zu müssen. Manche Rechtsgelehrter, schreibt er, wollen die Hexentänze für bloßes Gaukelwerk ausgeben. Jedoch hier ist von unterschiedlichen Zauberern und Hexen bekannt, dass sie auf Abschlags Befehl Wein aus dem Ratskeller geholt hätten. Es ist aber dieser Wein wahr und wahrhaftig weggekommen, also dass auch der damalige Weinschenk Wolrad Bade derowegen mit dem derzeitigen Provisor des Weinkellers an noch in Prozesse begriffen und solchen durch die Hexen entführten und ausgesoffenen Wein nicht bezahlen will. Das schrieb ein wohlweiser regierender Bürgermeister, den freilich seine Freunde, wenn sie unter sich waren, einen kindisch gewordenen Greis nannten. Und er fährt fort: Man hat allerdings Beispiele, dass der Teufel auch die Gestalten unschuldiger Menschen bei den Hexentänzen erscheinen lässt. Damit gibt er das Trügerische, rechtlich Belanglose des Hexentanzes zu. Doch lässt sich nicht denken, dass der gerechte Gott, zu dessen Ehre diese Hexenprozesse geführt werden, zugeben solle, dass ein Unschuldiger 30-mal denunziert werde und die Denunzianten bis an ihren Tod dabei beharren. Man fasst sich an den Kopf bei solcher kindlichen, zugleich satanischen Logik. Gott soll zulassen, dass die Menschen vom Teufel, dem Lügner aller Lügner, besessen werden und natürlich selber lügen, dass sie aber in der Höllenpein der Folter lügen, wo selbst dem Unschuldigsten Lügen ausgepresst werden, das soll nun Gott wieder nicht zulassen. Kerkmann hatte keine Scheue, gegen angesehene Bürger vorzugehen. Vielleicht entspricht das seinem paranoiden Weltbild, alle, die seinem Machterhalt gefährlich sein könnten, müssen ausgeschaltet werden. Die Orgie der Gewalt geht deshalb weiter. Abschlagstage waren gezählt, man quälte ihn mit Beinschrauben und brachte aus ihm allerlei wirre Aussagen hervor, wie zum Beispiel, dass er seine Eltern getötet und seine Kinder vergiftet habe. Doch Dr. Kerkmann befand sich im Siegesrausch. Alleine eine ganze Stunde folterten die Knechte von Meister Klaus den Obristleutnant in Bezug auf den Tuchhändler Rottmann, von dem ich zuvor erzählt hatte. Er war einer der lautstarken Gegner von der Methode Kerkmann. Karl Mayer schreibt über diese erbärmliche Nacht: Und als er endlich den gewünschten Namen nennt, lacht Hilmar Kuckuck hohnvoll auf. Das ist der Rechte, ja, ja. Wusste ich nicht, dass du, alter Schelm, solches wüsstest? Noch täuschte sich Abschlag mit der Hoffnung, die Wasserprobe werde vielleicht seine Unschuld erweisen, obgleich sie in Lemgo niemals einen Angeschuldigten gerettet hat. Abschlag beharrte darauf, trotz aller Mahnungen seiner Angehörigen und der Prediger. Die Lemgoer bekamen wieder mal ein Spektakulum zu sehen. Er wurde dreimal, die rechte Hand mit dem linken Fuß, die linke Hand mit dem rechten Fuß verbunden, auf das Wasser des Mühlenkolks vor der Johannispforte geworfen und schwamm oben.
Die Hexen und Hexer, die David Klaus aufs Wasser warf, schwammen immer oben. Zu gut verstand der Henker die Kunst, den Strick daran sie hingen zu führen. Abschlag und die Böndelsche begehrten nun nicht sehnlicher als das Schwert. Aber die Herren von Lemgo ließen sich noch monatelang Zeit damit. Die beiden Todeskandidaten konnten dieweil sie lebten noch mancherlei nützliche Dinge tun. Jene Gewaltorgie, die mit der ominösen Selbstanzeige eines jungen Mädchens namens Elisabeth am 19. Mai 1665 begonnen hatte, war an dieser Stelle noch nicht zu Ende und sollte zu noch größeren Schrecken heranwachsen. Doch dazu dann in der nächsten Folge. Macht's gut!